So, wir fangen jetzt mit einem Tutorial an zum Thema Gesichtsmuskulatur aufwärmen und Zunge aufwärmen trainieren. Wir fangen an mit der Übung Kussmundlöwe. Besonders gut, wenn man schlechte Laune hat, denn wenn man sich dann dabei anschaut, kann man auf jeden Fall nicht mehr schlechte Laune haben. Es fängt damit an, Kussmund, man macht alles zusammen. Ein Kussmund sozusagen und aber das ganze Gesicht knautscht sich zusammen wie eine Zitrone. Und dann geht's zum Löwen. Und ihr reißt alles auseinander, was ihr habt. Augen, den Mund und am besten noch die Zunge rausstrecken und wenn ihr es dann noch könnt, dabei ausatmen. Also nochmal, Kussmund. Alles zusammenkneifen und Löwe. Und wieder Kussmund. Alles zusammenkneifen und Löwe. Kussmund. Löwe. Kussmund. Schwierig dabei zu reden. Löwe. Noch zweimal. Und Löwe. Und noch einmal Kussmund. Noch einmal Löwe. Genau. Und dann fangt ihr mal an, so ganz langsam euer Gesicht abzuklopfen. Das ist eh schon alles ein bisschen aktiviert. Auch mal die Kopfhaut und hinten den Nacken. Ach, super gut, wenn man Falten hat. Kann man so wegklopfen. Okay. Gut. Jetzt gehen wir über zur Zunge. Und zwar putzt ihr einmal eure Zähne im Mund entlang, um die Zähne quasi einmal so drumherum, als würdet ihr mal nachschauen, ob ihr irgendwo noch Essensreste habt. Und zwar macht ihr das viermal in die eine Richtung und viermal in die andere Richtung. Los geht's! Und einmal wechseln. Und jetzt werdet ihr merken, dass das wirklich ziemlich anstrengend ist. Deswegen dürft ihr jetzt mal hier unten unter dem Kinn da nur so ein bisschen massieren. Genau. Weil dieser ganze Bereich hier unten, was man so, wo man so reindrücken kann, das ist unser Zungenmuskel. Genau. Aber so ein bisschen massieren, dann geht das ein bisschen besser. So, jetzt zum Thema Zähne zählen. Wir fangen oben an. Ich sage jetzt einfach mal links oben beim hintersten Backenzahn. Und die Aufgabe ist immer mit der Zungenspitze den Zahn zu berühren, wieder zurück, dann zum nächsten Zahn und so weiter. Und wir fangen an. Und wenn ihr beim hintersten Backenzahn oben rechts angekommen seid, dann geht es natürlich unten weiter. Gut ist auch, wenn ihr eure Zunge so ein bisschen dreht. Ich weiß, es können nicht alle, die es nicht können, die können dafür was anderes. Also dann lasst ihr das natürlich einfach und macht es in eurem eigenen Tempo und versucht so genau und präzise wie möglich zu sein.
So, nächste Übung, um unsere Zunge ein bisschen zu stärken. Ihr saugt eure Zunge oben am harten Gaumen. Ihr könnt das mal mit der Zunge fühlen, quasi da, wo der Knochen oben ist. Da saugt ihr die Zunge hoch. Zählt bis 10 und lasst sie dann nach unten schnallen. Also, ich mach's einmal vor. Genau, wichtig ist, dass ihr dabei den Kiefer auch so ein bisschen nach unten hängen lasst, damit quasi die Zunge gefühlt noch mehr nach oben saugen muss. Das macht ihr jetzt noch zweimal. Ich mach mit. Noch ein letztes Mal. Also, wichtig ist, dass du alle Übungen in deinem eigenen Tempo machst. Mach sie so lange, wie sie dir Spaß machen.